Food Birthday Tag Nummer 4 beginnt Weltklasse. Wir werden unsere allererste Prime Icon Moment SBC abschließen, die in unserem Endteam steht. Und darauf freue ich mich richtig. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu Food Birthday Tag Nummer 4. Und heute werden wir uns mit was ganz Besonderem beschäftigen. Das Video wird vielleicht ein Stück weit länger gehen, weil wir werden heute unsere allererste Prime Icon Moment SBC abschließen. Und zwar die, die gestern Abend rausgekommen ist. Dazu ist eine Flashback SBC rausgekommen, wo ich mir denke, wow, ziemlich geile Karte, aber auch ziemlich teuer. Food Daily SBC ist mit am Start und wir werden jetzt täglich ein Player Pick Pack auch ziehen und damit wollen wir direkt mal reingehen. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich natürlich riesig über euren Support mit einem Daumen nach oben freuen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um den Kanal zu supporten. Schaffen wir es noch bis zum 31.03. die 170k zu knacken, Jungs. Ich hoffe es super sehr. Vielen, vielen Dank schon mal für den ganzen Support. Video entsteht wieder in Kooperation mit OneFootball. Falls du noch PSN oder Xbox-Karten brauchst, schau bei meinem Sponsor MMOGA vorbei für günstige PSN oder Xbox-Karten. Denk aber dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Wir wollen direkt mal reingehen in die ganze Sache. Jungs, ich bin heiß. Als allererstes möchte ich euch eins zeigen. Wir haben mittlerweile Zlatan Ibrahimovic abgeschlossen. Ganz einfaches Prinzip. Viele haben mich auch gefragt, Chris, kannst du vielleicht noch mal ein Video dazu machen wegen Wochenaufgaben? Und da ist meine klare Antwort eigentlich nein. Ich erwähne es jetzt hier nochmal. Bitte nennt euer Team nicht Smexy Home Wins, Smexy oder sonst was. Macht es so wie ich, ganz entspannt. First Goal Wins, macht einen Golden Goal. Erster, der trifft, gewinnt. Der andere muss quitten, fertig, aus. Damit habe ich Ibrahimovic innerhalb von 40 Minuten abgeschlossen. Ganz, ganz easy. Und das gleiche könnt ihr natürlich dann auch machen mit Naldo und Cervinho. Ja, die werden wir vielleicht auch nochmal im Stream irgendwann machen, mal schauen. Ibra ist erstmal da, 89er Rated Karte, können wir natürlich sehr gut auch wieder in Prime Icon Moment SBCs reinstecken. Gehen wir ganz kurz rein in die Favoriten, denn da haben wir nämlich ein bisschen was, was rausgekommen ist. Zum einen die Foot 12 SBC, da gibt es ein 15k Pack und die kostet euch 3k. 3k auf der Playstation, 5k auf der Xbox und 4k auf dem PC. Ihr braucht für ein 15k Pack mindestens 2 Spieler aus Brasilien, Silber mindestens 3, Gold mindestens 4, Team Chemie 95, Anzahl der Spieler im Team 10. Ich bin hier gegangen mit den Spielern, die ich einfach rumliegen hatte. Viele sind davon auch untradable, ganz einfaches Prinzip. Bin da auch nicht auf andere Ligen oder sowas eingegangen. Einfach gemacht, fertig, aus, abgeben, zack, 15k Pack. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit und sollte auch an euch rausgehen. Für 15k Pack 3k bezahlen. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr immer wieder abschließen solltet. Die Daily SBCs sind ganz, ganz wichtig. Machen wir weiter mit der nächsten SBC und zwar ist das die Rückblick S-Wein SBC. Ja, ihr habt richtig gehört. Er war damals zu Foot 11, 12 unfassbar OP seine Karte. Jetzt hat er eine SBC-Karte bekommen, eine Flashback-SBC. Mittel-Mittel-Arbeitsraten, 1,83 ist er groß. Dreistandig schwacher Fuß, dreistandig Spezialbewegungen mit 93 Tempo, 86 Schießen, 81 Passen, 90 Dribbling und 88 Stärke. Attributdetails sehen sehr, sehr krank aus. Er hat eine 99er Schusskraft. Tempo ist überragend. 82er Abschluss leider nur, hätte ein bisschen höher sein können. Kurzer Pass 84 geht fit, Flanken 87 geht klar. Dribbling sieht sehr gut aus, auch wenn die Balance und die Ruhe nicht ganz so hoch sind. Dazu hat er eine ordentliche Kopfballpräzision, Manndeckung, faire Zweikämpfe, gehen auch fit für einen Stürmer. 91er Sprungkraft, 90er Stärke, 89er Aggressivität und eine 79er Ausdauer. Eine kranke Karte, keine Frage. Kostenpunkt, aber für mich zu teuer. Ich würde nicht mehr als 100k für ihn ausgeben. Wenn ihr Spieler da im Verein habt, wieso nicht? 157k für die Playstation, 157k für die Xbox und 185.000 Münzen auf dem PC. Zwei SBCs müsst ihr dafür abschließen. Das sind einmal die roten. Stuttgart mindestens ein Spieler, Team of the Week mindestens zwei und Gesamtbewertung von mindestens 84. Mit einer 80er Chemie gibt es hier ein seltenes Elektrum-Spielerset und die Mannschaft für ein 35k-Pack braucht ihr mindestens ein Deutschland-Spieler, Team of the Week mindestens zwei und auch hier ein 84er Gesamtrating mit einer 80er Chemie mindestens. Wie gesagt, 157.000 ist schon knackig für alle VfB Stuttgart-Fans, für alle Bundesliga-Fans. Fans, die die Karte feiern, ihr könnt ihn ruhig machen. 150k ist nicht die Welt, aber wenn man das vergleicht, ihn mit Willian, würde ich dann doch Willian eher vorziehen, auch wenn er 40k mehr kostet oder nicht mal 30k mehr. Ja, machen wir weiter mit der Spielerwahl Upgrade SBC. Die wollen wir jetzt jeden Tag zu Food Birthday abschließen, um einfach mal zu gucken, was kommt denn da raus. Wie gesagt, ihr braucht hier genau Gold, selten mindestens 10 Spieler, Chemie von 45, Anzahl der Spieler im Team müssen es insgesamt 11 sein. Was ihr machen könnt, einfach eure Spieler nehmen.
vornehmen, die ihr an Tradable zum Beispiel habt von den Division Rival Rewards. Gar keine Frage, geht relativ simpel. Macht das einfach ohne Probleme und schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr aus diesem Player-Pick gezogen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, bevor wir dann zu Plonk gehen, denn Plonk ist die Prime Icon Moment Karte, die wir heute abschließen werden. Gucken wir uns ganz kurz an. Spielerwahlobjekt 3, 2, 1, let's go. Ich bin gespannt, was wir drin haben werden. Oder es ist ein 83er Carrasco, den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. 83er Rating ist untradable. Ja, also die Karten sind definitiv untradable. Wir haben noch ein bisschen Platz, deswegen können wir den mitnehmen. 83er, besser als gestern. Da hat man nämlich nur einen 81er. Machen wir weiter mit Laurent Blanc. Ihr wisst genau, ich habe ihn mittlerweile extrem lange gespielt. Wir gucken uns ganz kurz mal an, wie viel der insgesamt kostet. Aktueller Kostenpunkt, der war gestern bei 1,35 bis 1,3 ungefähr. Kostet jetzt natürlich weniger, gar keine Frage, denn SBC ist rausgekommen. Ich werde aber keine Panikverkäufe machen, ich werde ihn erstmal überteuert draufstellen, denn den habe ich ja schon länger gespielt. Ihr seht jetzt ungefähr 1,2, 1,25, er ist um 100k gesunken, ist jetzt nicht die Welt, gar keine Frage, aber er wird wieder ein Stück weit nach oben gehen. Das sind jetzt alles Panikverkäufe, wir warten ab, bis der wieder ein Stück weit steigt, wenn ich den verkaufe. Angeboten ist er und ihr seht schon, er hat bei mir insgesamt 89 Spiele gemacht, 9 Tore, 2 Torvorlagen. Das Geile an ihm ist, nutzt ihn als Elfmeterschützen. Er hat nämlich 93 Elfmeter, deswegen auch seine 9 Tore. Es ist für mich einer der besten Innenverteidiger, die ich jemals in diesem Spiel gespielt habe. Und er war schon letztes Jahr bei mir mit dem Endsquad und auch dieses Jahr möchte ich ihn unbedingt drin haben. Und deswegen werden wir ihn auch abschließen, denn der Preis ist extrem günstig, Jungs. Leihkarte kriegt ihr, wenn ihr den erstmal ausprobieren möchtet, für ungefähr 17.000 Münzen. Laurent Blanc, allgemein seine richtige Karte, kostet insgesamt 929.000 Münzen. Das ist für diesen Innenverteidiger, für mich persönlich, nicht wirklich viel. 929k bezahlt ihr für diese Karte, 918.000 Münzen auf der Xbox und 1,24 Millionen auf dem PC. Gehen wir mal ganz kurz nach, was kostet denn gerade Desailly? Und Desailly hat ja ungefähr vergleichbare Werte. Ja, er hat jetzt, wenn wir das mal vergleichen, er hat insgesamt 5 Tempo mehr Desailly. Schießen hat er aber fast 20 weniger. Passen hat er 3 weniger. Dribbling hat er 11 weniger Desailly. 94 Defending, 1 Defending weniger und nur 3 Physis weniger. Und Desailly kostet als Prime Icon Moment Karte 1,28 Millionen. Für mich ist Plonk definitiv der bessere Verteidiger und ich möchte ihn definitiv auch spielen bis zum Ende von FIFA und deswegen werden wir ihn auch absolut krank abschließen. Ich hab Bock. Was müssen wir machen? Wir gehen natürlich alles ganz entspannt durch und werden natürlich auch Packs ziehen. Ich kann euch so sagen, ich habe hier insgesamt 2 Spieler gekauft, den Rest hatte ich komplett im Verein, heißt aber nicht, dass ich den dann für 120k nur abgeschlossen habe, denn wir haben natürlich auch nicht nur einen Tradable-Spieler drauf, sondern auch Erstbesitzer, die wir gezogen haben, Sachen, die wir schon davor gekauft haben. Wir gehen aber erstmal rein. Spielerqualität genau Bronze, genau 11 Silber, da habe ich mir nämlich schon das ganze nette Squad schon ein paar Wochen davor eigentlich gekauft. Alle Spieler für maximal 350, 400 Münzen, die habe ich mir einfach gekauft, um, falls meine Prime Icon SBC kommt, ich die einfach relativ schnell abschließen kann und die nicht ganz kaufen müsse. Ja, ihr kennt das ganze Prinzip, die ersten 4 SBCs sind relativ einfach. Silberspieler-Pack, Goldspieler-Pack, ein 15k-Pack oder sowas oder ein 25k-Pack gibt es noch und ein 100k-Pack. Die werden wir natürlich komplett abschließen und dann natürlich auch ziehen. Genau Silber haben wir dann beim Goldspieler-Pack. Auch hier bin ich komplett, die habe ich nicht vorgekauft, mit der argentinischen Liga gegangen. Hatte ich extrem viel Glück, dass ich dazu 11 Spieler hatte, die dann relativ gut auch reingepasst haben. Da die alles Erstbesitzer sind, haben die natürlich 11-mal Loyalitätsbonus. Also nachkaufen würde ich es euch nicht. Denn ihr seht schon, wir haben 2 ZTMs in der IV, ein ZM im Tor, RF und ein RM im Sturm. Ja, würde sonst einfach nicht aufgehen. Aber geht man natürlich auch ab. Ganz entspannt, alles Erstbesitzer auch für diese SBC haben wir nicht wirklich was bezahlt, was sehr, sehr geil ist. Gehen wir ganz kurz rein. Die erste SBC würde euch 8k ungefähr kosten. Rising Talent, die wir gerade abgeschlossen haben, ungefähr 5 bis 7k. Und wir haben weiter mit World Class, die euch insgesamt eigentlich 35.000 Münzen kostet. Hier braucht ihr ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack, kriegt ihr dafür, also ein 30k-Set. Spielerqualität genau 9, selten genau 9, Team of the Week genau 2, Chemie 70. Ganz einfaches Prinzip. Ich hatte 2 Untradable Informs, die wir irgendwann mal gezogen haben. Das ist einmal Ekdal, einmal Saar. Die geben wir sehr, sehr gerne ab.
müssen wir nichts bezahlen, haben wir irgendwann mal gezogen. Und dazu habe ich einfach noch Serie A drum gebaut. Das sind natürlich fast alle Erstbesitzer, beziehungsweise sind alles Erstbesitzer. Manche untradable, manche auch nicht. Relativ günstig, ohne Probleme. Gebt mal ab, Abfahrt ist angesagt. Na, wir hätten schon 3 von insgesamt 9 Challenges abgeschlossen. Machen wir weiter mit dem Ikonenstatus. Und da wisst ihr ja, wir haben einmal Baresi abgeschlossen und wir haben einfach auch Nakata abgeschlossen. Unfassbar günstig. Und Nakata gebe ich dann natürlich ab. Ich habe mit ihm 6 Spiele gespielt. Eine Torvorlage für mich persönlich war nicht wirklich gut. Ich brauche ihn nicht, ich spiele ihn nicht, deswegen auch der. Ab dafür, sparen wir schon alleine dafür 348k und ich habe für Nakata Prime Icon SBC, glaube ich, 300 bezahlt insgesamt, minus Packs gerechnet, vielleicht 200, 250k, ist okay, ja, haben wir aber eben schon bezahlt gehabt, deswegen wird da nichts am Kontostand gerüttelt. 83er Team, gehen wir rein, Chemie brauchen wir insgesamt eine 90er, auch hier sind wir mit vielen Erstbesitzern gegangen, beziehungsweise auch hier alles Erstbesitzer, Kostenpunkt hier 16.000 Münzen auf der Playstation und 17k auf der Xbox sowie 20k auf dem PC, ihr werdet sehen, wir haben viele Untradables dabei, wie Promise, wie Chara Moreno, wir haben Lucas Vazquez, Banega, was, ich gebe mich selber ab, aber ich habe ja meine SBC-Karte noch, Manu Trigueros haben wir noch, Hernandez, insgesamt Nacho Fernandez, Savic und Gonzalo Guedes ist noch mit am Start, der untradable ist, auch hier nicht wirklich was bezahlt, keine einzigen Coins, sind halt alles Erstbesitzer, die wir irgendwann mal gezogen haben, in ein paar Pack-Openings oder in irgendwelchen anderen SBCs, die wir abgeschlossen haben, sehr, sehr geil, machen wir weiter mit dem 84er Rated Squad, hier seht ihr auch, wir brauchen den 80er Chemie mindestens, kriegen 35k Pack und da auch hier haben wir nicht wirklich was bezahlt, wir haben den Baumann untradable, wir haben den Komar Erstbesitzer, wir haben 4-8 für Rodrigo damals bezahlt, Erstbesitzer untauschbar ist Mkhitaryan, Ribéry ist Erstbesitzer, wir haben untradable Tolisso, Ilaramendi 4-8 mal bezahlt, Rossi Calderon mal 5-3 bezahlt, Erstbesitzer Süle, Tah haben wir als Erstbesitzer, genauso wie Raul Albiol und Baumann halt untradable. Die ganzen Karten habe ich irgendwann mal gekauft, habe davon nichts nachgekauft, dadurch, dass wir halt hier Mkhitaryan noch gut reinbringen und trotzdem 10 Chemie mehr haben, geht das auf jeden Fall fit. Kostenpunkt dieses Teams ungefähr 48k auf der Playstation, 45k auf der Xbox und 53.000 Münzen auf dem PC, schließen wir auch diese SBC ab. 35k Pack ist am Start und wir wissen ja genau, Team of the Week sieht zwar nicht ganz so gut aus, aber Food Birthday Spieler können wir ziehen. Und mal gucken, wie viel wir rausholen werden. 85er Rated Team kostet euch 101.000 Münzen auf der Playstation, 104 auf der Xbox und 125k auf dem PC. Ihr braucht eine 70er Chemie, 85er Rating, 45k Pack bekommt ihr hier. Gehen wir ganz kurz rein. Wir haben einmal Ederson, den wir ersteigert hatten für 15,25 auf meiner Beobachtungsliste. Wir haben Erstbesitzer Brahimi, Benzema als Erstbesitzer, 2 für Dembélé irgendwann mal bezahlt, 2,8 für William Carvalho, wir haben Bruno Fernandes für 3k geholt, Lacazette haben wir mal für 10k geholt, Erstbesitzer Schmeichel, Otamendi ist Erstbesitzer, genauso Sanchez und Sokratis und damit können wir auch diese SBC ganz, ganz entspannt abgeben. Ja, 45k Pack nehmen wir mit, damit bleiben uns nur noch 2 SBCs übrig, einmal das 86er Rated Squad, was 162k kostet auf der Playstation, 159k auf der Xbox und 206k auf dem PC. Jetzt gucken wir mal rein, was geben wir ab. Ich bin ganz einfach gegangen, wir kriegen Jumbo Premium Goldspieler Pack, brauchen eine 65er Chemie. Ich bin hier komplett mit Ligue 1 gegangen, plus eben unseren David Silva, den wir untradable in den Division Rival Rewards gezogen haben. Das sind 45k, die wir auch bei dieser SPC sparen. Wir haben hier aber viele Erstbesitzer auch, die nur tauschbar sind. Zum Beispiel haben wir Rufier, wir haben Cesc Fabregas, wir haben Lopez mit am Start, wir haben Naldo, den haben wir mal für 16k geholt. Wir haben den Thiago Silva für 30k geholt, der mittlerweile 40k kostet. Tovar ist Erstbesitzer, Verratti ist mit am Start, David Silva, wie gesagt, untradable. 8k für Fekir irgendwann mal bezahlt, der auch schon mehr als 8k kostet. Payet ist noch mit dabei und Depay. Ich muss ganz kurz gucken, ich glaube Lopez, ob wir den nochmal brauchen, werden wir gleich sehen. Geht man natürlich auch diese SBC ab. Letzte SBC ist das 87er Rated Team und ihr merkt schon, wir brauchen hier bei dieser SBC keinen einzigen Info bei den hochgerateten Squads und das macht es halt nochmal um Weiten günstiger, denn ihr bezahlt für diese SBC 222k auf der Playstation, 210k auf der Xbox und 293k auf dem PC. Einzigen beiden Spieler, die ich gerade eben geholt habe, ist einmal Oblak für 60k, da haben wir Erstbesitzer Sommer, wir haben Vidal für 99 irgendwann mal geholt und 60k für Godin haben wir gerade noch bezahlt, 12,75 für Philippe Luis, wir haben Demir, bei dem wir abgeben werden als rote Karte, den ich nicht spiele, 13,25 haben wir mal für Fabinho irgendwann bezahlt, Erstbesitzer Hamdallah, den hatten wir jetzt in den Weekend League Rewards drin, 2,1 für Leno, Eli 3,5, Erstbesitzer Aguero, der auch untradable ist, den ich nicht spielen werde,
Den wollte ich eigentlich erst zu größeren Icon-SBCs abgeben, aber hey, wir haben so viele Special-Karten, die wir abgeben können. Da können wir auch mal verkraften, einen Aguero oder einen David Silva abzugeben. Und das soll es auch schon gewesen sein. Also auch bei Aguero sparen wir locker nochmal 45k bei dieser SBC. Mit den beiden sparen wir vielleicht auch nochmal 20-25k, was sehr, sehr geil ist. Also wir geben nicht sonderlich viel für Blanc aus. Und das war für mich auch ganz, ganz entscheidend. Deswegen mache ich diese SBC. Ein 50k-Pack bekommen wir dafür und damit haben wir unseren Blanc wieder zurück, aber als Erstbesitzer zwar untradable, aber frisch. Ja, und deswegen kommt der Blanc bei uns in den Verein und wir sehen zum allerersten Mal bei mir auf dem Kanal in FIFA 19 eine Prime Icon Moment, die irgendwo rausläuft. Ich habe noch nie diese Dings gesehen, diese Animation. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand schon eine Prime Icon Moment gezogen hat. Ich glaube, Steini hat eine gezogen, ne? Habe ich bei Instagram auf jeden Fall gesehen. Blanc mit der 99 kommt raus. Da ist der gute Herr und es ist, glaubt mir, es ist eine absolute Maschine. Vertraut mir da bitte. Vertraut mir da wirklich bitte. Blanc ist abgeschlossen, jetzt geht's über zu den Packs. Davor muss ich auch meine Transferliste nochmal aufräumen, denn wir werden alles, was wir jetzt abgegeben haben, wahrscheinlich fast doppelt haben auf der Transferliste. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Für euch geht das ganz kurz und ganz schnell. Ich räume ganz kurz auf. So Jungs, ich bin zurück und ihr seht, wir haben ungefähr 20 Spieler wieder reinnehmen können. Darunter 85er, 84er und 83er die meisten. Also ungefähr zwei Teams, die wir auch hier nochmal gespart haben, in Anführungsstrichen. Jetzt wollen wir aber erstmal ins Pack-Opening übergehen. Insgesamt 10 Packs haben wir zur Verfügung und wir haben natürlich einige gute Packs und wollen vielleicht auf die ein oder anderen Walkout hoffen, um zu sagen, ja komm, wir haben Blanc vielleicht noch günstiger abgeschlossen, als wir es so schon gemacht haben. Ich bin gespannt, wir ziehen das erste Pack, das wird ein Silberspieler-Pack werden. Da hoffen wir natürlich auf Spieler vielleicht, die in Ligen-SBCs sehr gerne benutzt werden. Lacroix vom HSV beginnt ja schon mal absolut sahnig, ja, mit diesen Karten. Wir haben französische Erste Liga noch mit dabei, der auf jeden Fall für ein bisschen was geht. Die werde ich früher oder später vielleicht mal verkaufen, gucke ich jetzt nicht alles nach. Machen wir weiter mit dem Goldspieler-Pack. Let's go. Goldspieler-Pack kann nur eine seltene Karte drin sein. Walkout wäre sensationell. Selbst eine Tafel wäre, glaube ich, auch hier sensationell. Wird es aber nicht werden. Es wird ein ZOM Pizarro werden mit einem 76er Rating. Okay, ersten Packs. Wir gehen das Ganze ganz entspannt an, um jetzt nicht irgendwie, ja, vorausschauend zu sein und zu sagen, ja, wir ziehen sowieso nichts. Ja, 15k-Pack. Auf geht's. Let's go. 15k-Pack. Jetzt geht's langsam los mit den Chancen, zumindest schon mal auf eine Tafel, die wir hier leider nicht nutzen werden, sondern es wird werden in Spanier, es wird ein ZM werden, es wird Venat werden mit dem 80er-Rating, außer im 15k-Pack. Okay. Immer noch positiv denken. Die dicken Packs kommen noch. Wir haben ja auch ein 100k-Set noch mit zur Verfügung, um in der Hoffnung wirklich was Gutes zu ziehen. Schreibt mir gerne rein. Guckt mal, Shadow ist mit am Start. Schreibt mir gerne rein, habt ihr Blanc auch gemacht? Habt ihr S-Wein gemacht? Und habt ihr schon Erfahrungen mit den Spielern irgendwie machen können? Ja, schreibt das mal gerne rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir machen weiter mit den 230k-Packs. Seltenes Elektrum Spieler-Pack. Lassen wir uns überraschen, Walkout Nummer 1 bleibt uns leider noch verwehrt, Tafel müsste zumindest kommen, das wird Mkhitaryan, den haben wir ja auch abgegeben, haben wir wieder hinzugefügt zum Verein aus der Transferliste, jetzt geht er wieder auf die Transferliste drauf, okay, ja, Mkhitaryan, ist halt Mkhitaryan, 84er Rating, ist okay, dazu noch ein paar Silberspieler, türkische Liga etc. pp, nehmen wir mit, den Rest brauchen wir nicht, den Rest können wir abstoßen, ist eh nichts weiter wert. 2.500 Münzen haben wir damit schon mal gemacht, sensationell, schaffen wir es über 7,5 Millionen wieder zu kommen. Zweites Elektrum Spielerpack, Walkout Nummer 1 bleibt uns immer noch verwehrt und auch hier wird es keine Tafel werden, es wird Rechtsverteidiger Almeida werden, 79er Rating nicht der beste, gar keine Frage, vom Rating her absolut gar nicht. Aber mal schauen, was haben wir noch mit dabei? Joker, welche Ligen sind das? Englische Erste Liga, Huddersfield, Billing, vielleicht geht der für irgendwas weg, müssen wir mal schauen. Ja, Benedetto ist noch mit dabei, alles nicht der Rede wert und langsam kommen wir zu den richtig guten Packs. 5 Stück haben wir noch, 35k Pack, Jumbo Premium Goldspieler Pack, 45k Set, 50k Pack und 100k Set. Wir gehen mal weiter mit dem 35k Pack. Walkout Nummer 1, let's go EA, sehr, sehr schön, das fängt gut an und was ist das? Ach so, ich dachte schon, was war das denn?
Ramos, bitte, bitte, bitte. Oh nein, es wird jedes Mal bei mir Azpilicueta. Es wird jedes Mal bei mir Azpilicueta. Aber das sind 20.000, die wir rausholen werden. Ich habe schon gedacht, bei oben, wo der Walkout kam, kam so goldene Schuppen. Ich dachte, jetzt kommt was richtig Krankes. Leider nicht. Azpilicueta mit dem 86er Rating aus dem 35k Pack. Wir können schon mal zufrieden sein. Ein Walkout haben wir. Nummer 2 bleibt uns vielleicht auch noch nicht verwehrt. Ja, müssen wir mal schauen. Wer ist noch bei den Duplikaten? Jonathan Vieira. Wie ihr seht, Azpi haben wir auch schon. Den packen wir wieder drauf. Den stelle ich immer, die ganzen Spieler, die ich zum Beispiel überteuert ziehe, oder die ich ziehe, stelle ich überteuert auf die Transferliste drauf. Da geht immer mal was weg. Ich habe jetzt gestern den Felipe Luis für 27k verkauft, ja. Also ihr könnt da auf jeden Fall was machen. Machen wir weiter mit dem Prime Gold Spieler Pack. Back-to-back-Walkout. Come on, EA. Ah, die 35k Packs geben bei mir sowieso nicht so viel. Aber es wird ein Man of the Match und das wird ein Schwede werden. Linker Flügel sind auch wieder 10k mindestens, die wir dafür bekommen. Senek. Nie gehört, wusste ich gar nicht, dass es den überhaupt zu ziehen gibt. Ich weiß nur, dass Bernardo Silva dabei ist. Der Rest ist halt, glaube ich, auch nicht so sonderlich stark. Okay. 10k nehmen wir mit. Den Rest nicht der Rede wert. Auch den können wir abstoßen. Nochmal 4k, die wir mitnehmen werden. Ne? Aber okay, 3 Packs haben wir noch, 3 richtig gute Packs haben wir noch. Ich finde die Jumbo Premium Goldspieler Sets nämlich echt nicht so schlecht. Let's go, come on. Ich weiß gar nicht, wie viel kosten die überhaupt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So viel, dass es auf jeden Fall kein Walkout wird. Tafel ist da. Let's go, 84er, 85er wäre geil. Wird aber Giuliano wert mit dem 83er Rating. Yay, mehr, höher Rating, vom Rating höher, ja? Danke. Mal gucken. Ja, Giuliano haben wir noch nicht. Hier sind sehr viele Non-Rares mit am Start. Lukas ist mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob Lukas überhaupt was kostet. Sieht zumindest ganz danach aus, ne? Den stellen wir mal drauf für 2K. Die 2K nehmen wir mit. Oder 1,9. Hätte ich jetzt nicht erwartet, warum auch immer der so viel kostet. Vielleicht durch die Aufgabe jetzt gerade, die Daily SBC. Seltenes Spielerpack. 50k Pack, 100k Pack. Bleiben wir uns noch. Come on, EA. Wir wollen noch ein bisschen mehr aus der Blanc SBC rausholen. Come on, come on, come on. EA, bitte. Ach, komm schon. Bitte, EA. 85er Rating wenigstens. Vidal, sage ich doch. Ja, EA, sehr gut. Ja, von dem 83er auf dem 85er Rating hoch. Auch der kostet ungefähr 10, 12k. Den wir mitnehmen werden, gar keine Frage. Ist jetzt nicht sonderlich mega geil, aber ist eine Karte und ein gutes Pack, was wir mitnehmen. Denn wir haben noch Kepa drin, wir haben noch einen Komar drin, einen Casillas und einen Savic. Das sind 5 Bretter in einem 50k Pack. Damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, Vidal können wir irgendwann mal wieder für eine SBC gebrauchen. Casillas und Savic kommen mit rein. Den Rest stoßen wir ab. Ich weiß nicht, ob die was wert sind. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich was abgestoßen habe. Und damit gehen wir zum letzten Pack. 100k Set. Komm nochmal zum Abschluss im Walkout, EA. Lass uns Blanc günstiger abschließen. Come on, EA. Bitte, bitte, bitte. Lass mir den 100k Packs. Ich verstehe es nicht, Jungs. Ich verstehe es einfach nicht. Wenigstens nochmal ein Infum. Das gibt nochmal 10k. Der Rechtsverteidiger gibt sogar 15k. Denn das ist eine richtig gute Investmentanlage, Dubois oder Dubois. Mit dem 81er Rating, Franzose Olympique Lyon, das könnte auch ein Spieler werden, der irgendwann auf die 22k zugeht. Den werden wir auch behalten, den können wir auch wieder in SBCs reinstecken. Dahinter finden wir wenigstens noch einen Williams, finden wir wenigstens noch einen Mandzukic, in Ilaramendi und auch einen Lingard. Ob die jetzt was wert sind, ist wieder eine andere Sache. Malos, Lozano etc. pp. Kera ist noch mit dabei, also nicht sonderlich krankes, aber wenigstens ein Walkout gezogen. Insgesamt können wir sagen, für die Blanc SBC, wenn wir mal durchrechnen, ich gehe davon aus, dass wir maximal mit den ganzen Packs, die wir auch so hatten, ich gehe wirklich, wenn ich hochrechne mit 300, 350k, weil wir Nakata halt komplett abgeben konnten, den haben wir damals abgegeben. Ich denke 300 bis 400k haben wir maximal für Blanc ausgegeben. Ich bin fast jetzt bei dem Stand schon wieder, wo ich vorher war, vor der Blanc SBC. Klar, wir haben unseren Verein ein Stück weit aufgeräumt, aber das sollte trotzdem ein sehr, sehr guter Deal gewesen sein mit Blanc. Wir haben immer noch Blanc mit am Start, den wir natürlich ziemlich teuer gekauft haben, aber den Verlust nehme ich sehr, sehr gerne mit in Kauf. Damit haben wir immer noch 9 Millionen, um unser Team zu erweitern. Für alle diejenigen, die nicht wissen, wie unser Team aussieht, sieht einfach so aus, dass wir eine Fünferkette haben, hier jetzt Blanc wieder reinpacken, fast alles als untradable, ganz entspannt. Blanc geht jetzt mit hier rein,
Und dann haben wir unsere ersten Spieler von 11 Spielern aus einem Team, was ich am Ende von FIFA haben möchte. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, auch wenn es länger ging, lasst gerne dem Ganzen einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Plonk-Icon-Moment-Video. Ich bin raus, euer Chris und...